Auch dieses Jahr öffnet die Tuning World Bodensee wieder ihre Pforten. Sämtliche Tuner, die sich auch gerne Veredler nennen, präsentieren neben hübschen Mädels auch alle aktuellen Produkt-Highlights. Autonews ist für Sie dieses Jahr wieder dabei und macht mit Ihnen einen Rundgang. Und wer hätte es gedacht, selbst BMW feiert Deutschland-Premiere auf der Tuning World Bodensee. Und zwar mit einem speziellen Performance-Paket für den M3. Dieses beinhaltet markante Unterschiede zur Serien-M-Version. Beispielsweise spezielle Carbonanlagen an den Schürzen. Und selbst im Innenraum hat sich einiges getan. Beispielsweise extrem hochwertige Carbonzieherleisten und ein neues supergriffiges Sportlenkrad. Und das ist noch nicht alles. Auch am Heck dominiert Carbon. Und zwar in Form eines sehr schlichten, aber trotzdem schicken Spoilers. Und des Weiteren gibt es hier noch eine neue M-Sport Abgasanlage. Alle Jahre wieder wird auf der Tuning World die Miss Tuning gewählt. Hinter mir laufen die ganzen Finalistinnen. Wer von denen die Gewinnerin ist, steht momentan noch nicht fest, wird aber bald entschieden. Ein besonderes Auto auf der Messe, das einem sofort ins Auge sticht, ist der Silverstar. Ein Mercedes SL 500, der aufwendig umgebaut wurde mit einer Flash-Chrome-Lackierung. Unter der Haube wurde allerdings nichts gemacht. Bekannt ist das Auto als Wellness-Auto. Deshalb, weil im Interieur eine Matbox verbaut ist, durch die elektromagnetische Wellen an die Sitze weitergegeben werden. Dadurch soll der Fahrer keinen Sekundenschlaf mehr bekommen. Weiteres spannendes Performance-Package gilt dem BMW 120d. Hierbei wurde im Gegensatz zum M3 auch am Motor was rumgetüftelt. Zum Beispiel wurde hier ein neues Performance-Kit eingebaut. Das Kit setzt 20 PS und 40 Newtonmeter mehr frei. Allerdings bleibt der Verbrauch weiterhin bei 4,7 Liter Herstellerangabe. Des Weiteren wurden noch, wie beim M3, spezielle Carbon-Bauteile eingesetzt an Schürzen im Innenraum und natürlich auch als Spoiler hin. Und bei der Stellen 154,2.